Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Thimbleweed Park. Wir stehen mit Dolores hier oben im, ich wollte schon fast Chief Inspector Haus sagen. Nein, natürlich im Zimmer des Sheriffs. Und wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach einer Rolle Klebeband. Ich habe mich jetzt informiert in dem Sinne, dass ich nochmal gründlichst beim Schneiden unter anderem auch durchgeschaut habe, wo könnte denn am ehesten eine Rolle Klebeband zu finden sein. Und natürlich... I need to stay focused. Secondhand crystals? Also wenn wir bei der Post kein Klebeband finden, dann weiß ich halt auch nicht. Und hier haben wir ja schon eine verkackte Rolle Klebeband. Wir müssen halt nur noch rankommen. Ach Mann, das war viel zu offensichtlich, als dass ich da letzte Aufnahme draufgekommen wäre. Wir haben ein Paketwaage und ein Klebeband hier. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht betrachtet. Also machen wir das doch gleich mal. It's a postal scale. It says, for government use only. Violators will be prosecuted to the fullest extent of the law. Doch, das haben wir schon angesehen. Ich habe es da komplett wieder vergessen. It's a sticky tape dispenser. It says, for government use only. Violators will be prosecuted to the fullest extent of the law. Nicht umsonst haben wir eine fucking Polizeimarke bei uns. Also zeigen wir die doch mal her. Hello, fellow federal worker. I'm a federal agent and we need your help on our case. Let me see that. You're an honest to goodness federal agent. How can I help, Agent Reyes? Naja, ich hätte gern etwas Klebeband. Aber natürlich gehen wir die anderen Sachen auch alle durch. Do you know anything about the body out by the bridge? No, everyone in town is still collecting their mail as usual. No one from my route is missing, and I would definitely notice if they were. I mean, not to brag, but I did consider joining the feds. It's just not as prestigious or as challenging as postal work. Ja, wie wär's denn mit einem Postbeamtenwitz? Know any good postal jokes? Oh, you bet I do. Why are postal workers such great comedians? Weil man im Postamt Sinn für Humor braucht? Oder weil vielleicht ihr Job ein Witz ist? Oder weil sie einfach keine guten Komiker sind? Ich hab keine Ahnung. They have a special delivery, huh? Ah. Get it? Good one. Ja, der Reyes hat ein bisschen einen anderen Sinn für Humor als unsere liebe Agent Ray. Nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich alle hören und nochmal ganz kurz die Antworten auch durchgehen, was ich das letzte Mal nicht so ganz getan habe, weil, naja. Tell me a good postal joke. What did the mailman say to the customer who asked if he could ship a donkey in the mail? Was sagte der Postbeamte kurz bevor er starb, glaube ich, stand da auf Deutsch. Aua, $4 Porto, wäre ich doch Polizist geworden. They told her they'd haul ass and find out. Another good one. Ah, schade, dass die deutschen Witze so von den englischen abweichen. Aber okay, gut, wir haben noch einen weiteren. Know any other postal jokes? What do postal workers do on their vacation? Okay, was machen Briefträger am liebsten im Urlaub? Zu Hause? Wo machen sie am liebsten Urlaub? Zu Hause? Neben einem Briefkasten? Sie machen nie Urlaub? Keine Ahnung. They go to the travel agent and book a package deal! In Porto. Package! You should do stand-up! Ja, nicht wahr. Gut, wieso gibt es denn so viel Post zu sortieren, wenn die Stadt derart ausgestorben ist? Das ist eine Frage, die uns ja vorher schon beschäftigt hat. Wir haben sie uns schon gefragt. Wir fragen sie der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal. Why is there so much mail to sort when the town seems deserted? That's classified information. As a federal agent, you should know it's my duty to uphold the privacy and the sanctity of the mail. Unless it pertains to an investigation and you have all the necessary paperwork, I can't help you. Ja, gut. An wen ist denn all diese Post adressiert? Who is all this mail addressed to? I can't tell you. It would be a federal crime. I would assume you knew that, being a federal employee and all.
Or is this some sort of sting to catch crooked mail clerks? Because I keep things ship-shape here in the Thimbleweed Branch, so there's no need to worry about us here. Gut, das ist schon mal gut zu wissen, dass wenigstens die Postangestellten hier noch ehrlich sind. Dennoch schon mal vielen Dank für Ihre Hilfe und wir werden auf jeden Fall wiederkommen, wenn wir Fragen haben, das ist sowieso klar. Thanks for your help. We'll be back if we have any more questions. Anytime. Gut, jetzt können wir hoffentlich, nachdem wir die Marke vorgezeigt haben, auch das Klebeband mitnehmen. Since you're with the government, I guess you're entitled to some tape. Just go easy on it. We're almost out. Yes! Okay, kann man mehr mitnehmen? Go easy on the tape. We're almost out. Kann man mehr mitnehmen? It's sold out of tape. Oh! I told you we were almost out of tape. Now we're totally out. Okay, gut. Zwei Klebestreifen. Warum zwei? Das, keine Ahnung. Das werden wir schon noch rausfinden. Aber ich weiß auf jeden Fall, wofür wir das erste Stückchen Klebeband brauchen. Denn das hilft uns jetzt endlich, den Verbrecher zu schnappen. So, erstmal hier. Sure, I'll carry your crap. Sure, I'll carry your crap. What am I going to do with a pile of dust? So, das ist ein Staubkorn, der Vollständigkeit halber. So, jetzt benutzen wir ein Stückchen Klebeband mit dem Eispickel mit Fingerabdruck. Fingerabdruck vom Eispickel! There's definitely a clear fingerprint here. Das ist alles irgendwie viel zu einfach. Wir gehen nach unten in die Pathologie. Denn da fehlt nur noch der Fingerabdruck. Fingerabdruckbericht. Fingertron Report, Job 67-36-28. Input, offizielles Fingerabdruckregister. Input, Fingerabdruck auf der Mordwaffe. Output, der Fingerabdruck auf der Mordwaffe stammt von Willy T. Veno. Genauigkeit 100%, Fehlerrate 0%. Alles deutet auf unseren lieben Willy hin. Jetzt haben wir alle Berichte beisammen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das hier nicht mit... Das ging tatsächlich zu einfach. Das ist alles zu eindeutig. Aber gut. Wenn es so ist, dann sei es so. Wir benutzen den Fingerabdruckbericht im Arrestron 3000 und schauen, was passiert. So, what have we here, Reno? Have our big city agent of Reno's actually solved the murder? I'll take that. Let's see what it says, Reno. Oh. Blah, Reno, blah, Reno, oh, blah, Reno. Ah, Willy T. Wino. Just as I suspected, Reno. Yeah, I'll be right back. Willy, you are under arrest, Reno, for the murder of Boris Schultz. Who? What? Come with me, Reno. Well, Willy Reno, what have you got to say for yourself? I didn't do it. Oh yeah, Reno? These feds will break you. You want to close this case, Reno? Have at him. Okay, who wants to play bad cop and who wants to play good cop? Na, ist doch logisch. Unser lieber Reyes hier ist natürlich der Gute. Und Ray, der böse Cop. Aber mit vertauschten Rollen wäre es noch viel lustiger, deswegen spielen wir den bösen Cop. I'll play bad cop. Oh. Ich dachte, wir reden als Reyes. I'm the good cop, and she's the bad cop. You're not supposed to tell him that. Oh, I'm not good cop, bad cop. I did it! I killed the man by the bridge just to watch him die. Das ging viel zu einfach. Irgendwas ist in der Stadt nicht ganz richtig, aber okay. Noch was anderes, das du gestehen willst? Dein Gewissen erleichtern? So langsam haben wir genug von lebenslänglich. Na, vielleicht ist noch was anderes im Busch. Anything else you want to confess to? I also kidnapped the Lindbergh baby.
What? Rede weiter, Mörderbube. Keep talking, murder boy. I'm D.B. Cooper and I stole all the money. Ja, rede nur weiter. Du gräbst dir dein eigenes Grab. Keep going. You're digging your own grave. I'm Jack the Ripper. Ja, auf jeden Fall. Plappere weiter, sonst gibt es wieder guter Bulle, böser Bulle. Good cop, bad cop. Blab on. You can't beat good cop, bad cop. I took the beef. Ja. Keep talking, murder boy. I'm the Zodiac Killer. Sonst noch was? Anything else you want to confess to? I killed Jimmy Hoffa for the mob. Okay, sonst noch irgendwas anderes? Keep going. You're digging your own grave. I was the mastermind behind the Amsterdam Diamond Heist. Blab on. You can't beat good cop, bad cop. I left the toilet seat up. You monster. Ich wollte gerade noch einen Kommentar dazu abgeben. Das ist das Schlimmste von allen Verbrechen. Keep talking, murder boy. I caused a Three Mile Island meltdown. Was hat Willi denn noch alles angestellt? Jetzt mal ganz ehrlich. Keep talking, murder boy. Chernobyl was also me. Oh, okay. Gut, das ist, ja, okay. Anything else you want to confess to? I designed the O-ring. Ooh, too soon. Yeah, too soon. Show some respect. Ja, das ist der Zeit wohl ein bisschen voraus. Ja, okay. Keep going. I was the one who really shot Greedo. Keep talking, murder boy. I was the shooter on the grassy knoll. Anything else you want to confess to? I was Amelia Earhart's unlicensed airplane mechanic. Wow. Das ist krass. Anything else you want to confess to? Nope, I think that about covers it. Oh, okay. Ich dachte, wir können noch ein bisschen weitermachen, aber offensichtlich haben wir jetzt so langsam genug für lebenslänglich. I think we have enough to lock you up for life. You're going to the big house, Willie. Don't mess with the feds. Etwas später in der Nacht. I'm glad I caught the killer, and we can finally leave this stinkhole. Oh, that's not such a bad place. I learned a lot from working with you, Agent Ray. Yeah, I'll look you up if I'm ever at the home office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. No shit, Sherlock. Huh.